Das ist doch nichts Neues. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Gothic 2. Gladiator, schön, dass ihr am Start seid. In der letzten Folge haben wir die ganzen Nebenquests hier abgeschlossen. Also die Quests mit der Plattform, die Schatzinsel und die Hyänenjagd. Und momentan sieht unser Questlog sehr übersichtlich aus. Jetzt halt mal die Schnauze, meine Fresse. Immer diese scheiß Herolde. So, unsere Lernpunkte sind auch alle verbraucht, bis auf 2. Mit denen können wir aber nicht viel anfangen jetzt momentan. Ich würde einfach mal sagen, wir stellen uns dem nächsten Gladiatorenkampf gegen den Schattenläufer. Bin gespannt. Der soll ja geschwächt sein. Ich hoffe, das reicht. Wir legen uns einfach mal schlafen. So, dann gucken wir mal, ob wir den Kampf überleben. Daran wird sich nie etwas ändern. Man erzählt sich ja so einiges. Ich hätte das nicht gemacht. Er sollte lieber den Mund halten. Ich glaube da nicht dran. Und es wird noch viel schlimmer. Wie erzählt denn sowas? Das ist mal wieder typisch. Ich werde nicht viel sagen. Ich wünsche dir nur einen schnellen Tod. Ein schneller Gewinn, denke ich. Optimistisch. Gucken wir mal rein. Kuckuck. Na, guck mal, der blutet ja schon. Oder es ist ein Weibchen. Und die hat ihre Tage. Man weiß ja nie. So, rein jetzt hier ins Gefecht. Jetzt die Zufriedenheit erhöhen. Vielleicht, wenn ich ein bisschen rumlatsche. Yeah! Bejubelt mich! Bin Romulus! Der krasseste Ficker überhaupt! Klatschen, Leute! Wir haben es geschafft! Wir sind der Geilste! Na, Hallöchen! Alle Lederbeute zu mir, bitte! Das Ding machen wir mal an. Schön. Wahnsinn, das hast du gut gemacht. Schade, dass du Proximos Gesicht nicht gesehen hast. Ach, wie er reagiert hat, ist mir egal. Hauptsache, ich habe gewonnen. Genau. Du bist wie ein Sturm. Hermes hat bereits mit dem harten Training begonnen. Er weiß dich sichtlich zu schätzen. Hermes? Wo ist er hin? Hast du ihn auf der Tribüne nicht gesehen? Nein, habe ich nicht. Vielleicht war er das auch. Er ist wahrscheinlich schon in der Stadt. Noch 4 Kämpfe. Und du wirst ihn um den Titel des Champions in der Arena der Gladiatorenbucht gegenüberstehen. Es gibt also keinen Grund zu warten. Geh schlafen. Trainiere und in 2 Tagen ist ein weiterer Kampf. Was weißt du über meinen nächsten Gegner? Naja, das sieht ja keinen so wirklich. Weil ich werde mich hier eh nicht großartig anpassen können. Naja, egal. Hier, gib mein Gold. Hey, du Affe.
Ich möchte meine Belohnung für den Sieg über den Schattenläufer abholen. Das war eine hervorragende Leistung. Hier sind 400 Gold. Danke, danke. Der hier hinten ist komplett verwirrt. Lederbeutel, geil. Oh, liegt ja noch einiges rum. Ein Karpfen, cool. Lederbeutel. Ja, okay, hier geht's nicht weiter. Dann wieder runter. Also die Musik gefällt mir richtig gut. Richtig schön entspannt. Der ist komplett verwirrt, der Junge hier. Und Dietrich, her damit. Oh, Junge, was machen die denn da unten? Die hat sich nicht nach Kämpfen an. So, kann ich jetzt eigentlich... Ich könnte mir eine neue Waffe holen, oder? Ja, an sich schon. Gibt's hier neue Quests, Leute? Kann ich auf die Jagd gehen? Ja, hallo, hallo. Nee. Die wollen nichts von mir. Vielleicht noch neue... Hallo, du, warte. Was denn? Ich habe Teppiche, die größten, schönsten Teppiche. Weiche, mit Wolle, Baumwolle, Wolfsfell, Schattenläuferfell oder Schafsfelle, was immer du willst. Kaufe einen meiner Teppiche und dein Leben wird besser. Denn jeder Teppich, den ich bei mir habe, hat eine Seele und eine Geschichte. Teppiche, kaufe deinen Teppich. Warum nicht? Zu welchem Preis? Nur 50 Gold für einen Teppich. Glaube mir, sie sind es wert. Zeig mal her. Jo, damit muss ich, kann ich kämpfen. Das ist eine Zweihandwaffe, ein scheiß Teppich, Alter. Ich dachte jetzt... Und was denkst du? Zweifelst du immer noch an der Kraft des Teppichs? Ich bin nicht beleidigt, wir können trotzdem weiterhandeln. Kaufe meine Teppiche. Ich dachte, der erhöht jetzt vielleicht irgendwie meine Attribute oder so, aber es ist eine Zweihandwaffe einfach. Ey, nee. Schön die Gegner mit dem Teppich verprügeln. Geil. Das glaubst du wirklich? Das hat schon damals Aladdin gemacht. Mit der Wunderlampe. Schön die Leute mit dem Teppich verprügelt. Und dann ist er davon geflogen. So, was mit dir? Der Kapitän hat auch nichts zu sagen. Naja gut, zu viele Nebenquests wird hier wahrscheinlich nicht geben in der Mod. Weil die Mod soll ja so um die 15 Stunden nur gehen. Da werden sie mich ja bei 15 Stunden nicht so zuscheißen mit Nebenquests, denke ich mal. Das liegt doch auf der Hand. Das liegt doch auf der Hand, seht ihr? Der gibt mir recht. Wir werden aber wahrscheinlich jetzt wieder... die Arena-Kämpfe machen können. Die Probekämpfe. Frank? Ah, der will auch nix. Naja, komm, machen wir die Kämpfe. Ein paar extra Lernpunkte sind nie schlecht. Noch ein bisschen Gold. So, Trainingsschwert, Trainingsrüstung. Sind wir wieder schön nackig. Geil. Ich will gegen dich kämpfen. Lass uns die Arena betreten. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Ja, so langsam haben sie mehr Schaden. Nicht so übel.
Das war ein guter Kampf. Und wir werden wieder kämpfen. So, direkt der nächste. Ich sehe, du machst dich gut im Training mit meinen Jungs. Wenn du den vorletzten Kampf des Turniers überlebst, komm bitte zu mir. Wir werden dann trainieren. Ja, ja, das dauert ja noch. Ich will gegen dich kämpfen. Lass uns die Arena betreten. Der schwebt einfach. Auf geht's. Das soll ein gutes Training werden. Das ist doch nichts Neues. Ja, das ist nicht so schön. Das ist doch gar nicht schlecht. So, einer noch, glaube ich. Ich hoffe nicht der wieder, der verbackte, Alter. Dann raste ich aus. Ich will meine Lernpunkte. Das war ein guter Kampf. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, bis zum nächsten Mal. So, erstmal speichern. Perfekt. Ich will gegen dich kämpfen. Lass uns die Arena betreten. Der mit den dicken Knippel in der Hose. Na dann, lass uns gehen. Ja, lass uns gehen. Du bist aufs Maul, Mann. Jetzt werde ich deinen Zehner einsammeln. Puh, Affe. Oh, oder ich? Ja, das ist der Junge. Outplayed hat er mich. Ja, das ist schon geil. Stöhnen sie alle. Das wird doch geil. Ja, das ist doch geil. Das ist doch gar nicht. Gar nicht so übel. Doch, bei Roller. So, komm hoch. Das war ein guter Kampf. Da kann ich nur zustimmen. So, willst du noch eine Packung? Ich will gegen dich kämpfen. Lass uns die Arena betreten. Du machst wohl keine Pause, was? Den müsst ihr wohl schaffen. Ah, muss ich aufpassen. Scheiße. Ja, das müsst ihr wohl schaffen. Scheiße, Leute. Bitte mal kritten. Scheiße, Mann. Das war ein guter Kampf. Warum ruhst du dich nicht aus? Das hätte ich dir vor. Ja, verdammt. Da laden wir nochmal. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ah ne, den Knüppeltyp müssen wir noch machen, wa? Ich will gegen. Na, verdammt, Mann. Daran wird sich nie etwas ändern. Ja, aber den habe ich so hart kassiert hier. Muss ein bisschen vorsichtiger spielen. Das ist wohl schon. Immer feste drauf. Na, mach dir nichts gefallen. Immer feste drauf. Den wirst du wohl schaffen. Na, mach schon. Den müssen wir wohl schaffen. Gar nicht so übel. So, jetzt glaube ich, habe ich ein bisschen mehr Leben als davor. Das war ein gut. Ja, ja, hier quatsch keine Opern, Leute. So, Revanche. Bis zum Tod. Ich will gegen dich kämpfen. Lass uns die Arena betreten. Du machst wohl keine Pause, was? Ich hätte das nicht gemacht. Deine Mutter macht gerade Pause. Komm mal her hier. Ja, mach dir das gefallen. Den wirst du ja wohl schaffen. Den wirst du ja wohl schaffen. Scheiße. Gar nicht so schlecht. Okay, war knapp. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Das war ein guter Kampf. Warum ruhst du dich nicht aus? Mach ich doch jetzt. So, und den lassen wir wieder aus, der ist ja verbuggt. Ich blute jetzt hier halt voll. Geil. Das ist doch nichts Neues. So, wie viel Gold habe ich denn jetzt? Oh, 1200, Leute. Ich würde sagen, wir gehen zum Lehrer. Lernen ein bisschen Stärke. Hey. Ach nee, war der andere.
Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ach, erzähl mir nicht sowas. Hört, ihr edlen Bürger, Gladiatoren und Aristokraten. So, Stärke bitte. Ah, Mist. Jetzt kostet's mehr. Okay. Jetzt haben wir noch 8. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Okay, schön. Neuer Erfolg. Interessiert mich nur recht wenig, muss ich sagen. Ich würde sagen, eine Stärke lernen wir noch. Dann haben wir nämlich 60. Und dann haben wir wahrscheinlich eine bessere Waffe freigeschaltet jetzt. Jetzt haben wir noch 6. Ich könnte nochmal 50 Lebenspunkte lernen. Das ist ja schrecklich. Ja, oder ich spare die Punkte halt. Hört, ihr edlen Bürger, Gladiatoren und Aristokraten. Romulus zog in die Nähe. Schlimme Zeiten. Nehmen wir den Lederbeutel. Daran wird sich nie etwas ändern. Meine Meinung kennst du. So, wir haben jetzt 60 Stärke. Gucken wir mal beim Schmied. Zeig mir deine Waffen. Ihr Gladius. Leichter Zweihänder. Ja, das Gladius ist ja schon fast das beste Schwert. Kostet aber 1500. What? Was sind das hier für Preise? Ist ja lachhaft. Naja, gut, dann sparen wir noch. Schade. Hört, ihr edlen Bürger, Gladiatoren und Aristokraten. Romulus zog in die nächste Runde ein, nachdem er eine bedrohliche Bestie aus den wir gucken mal beim Rüstungsschmied. Wäldern unseres Königreichs das besiegt ist doch nichts hatte. Neues. Wir könnten die für 800 holen. Ne, die haben wir schon, oder? Ne, wir haben die für 500, die verstärkte Hose mit Schulterpolster. Ja, aber ich kaufe jetzt keine neue Rüstung. So viel besser sind die Werte ja auch nicht, sind immer nur 5 Werte mehr. Das bringt ja nichts. Einen Helm könnten wir mal gucken. Der Kriegerhelm. Der verbessert einiges. Nee, wir sparen. Leute, ich bin goldgierig, das wisst ihr alle. Ihr edlen Bürger, Gladiatoren und Aristokraten. Romulus zog in die nächste. Ich würde sagen, wir speichern jetzt vor dem Kampf ab. Erstmal rüsten wir uns wieder aus. Dann speichern wir jetzt. Und falls ich den Kampf verkacken sollte, weil es wirklich nicht möglich ist, dann gehen wir nochmal die letzten Punkte aus und holen uns eine bessere Rüstung oder so. Mal gucken. So, speichern. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer der nächste Gegner ist. Ich wette, sobald ich die Arena betrete, werden Jensen schlüpperfeucht. Egal, bei Mann oder Frau.
Ich bin bereit für einen weiteren Kampf. Namadi wartet in der Arena auf dich. Viel Glück. Ja, das wird er auch brauchen. Und mit einem Stab. Stäbe so unfair. Ich sehe den Jäger des bedrohlichen Schattenläufers. Kannst du meine Waffe sehen? Ich werde dich mit diesem Speer aufspießen. Ich habe gerade Hunger bekommen. So, jetzt geht's los. Muss dich daran. An die Wand mit dir. An die Wand! Namidi! Jetzt gibt's aufs Maul, aber so richtig hart, Mann. Weg mit dir. In den Dreck. Tschüss. Bin einfach der Geilste, Mann. Oh ja. Yeah. Spartacus ist ein Nichts gegen mich. Ein Nichts. So, ja, den ganzen Gold. Das schmeckt doch. Zeig meinen Stab. Oh, können wir gut verkaufen. Haben wir alles? Ja. Na, jetzt labert er mich wieder voll. Gratulation, Freund. Proximo möchte dich sehen. Woher weißt du das? Er hat es mir selbst gesagt. Er war nicht auf der Tribüne, also hat er mich darum gebeten, dir zu sagen, dass du zu ihm kommen sollst. Du findest ihn in seinem Haus, auf der Plattform. Ich werde ihn dann besuchen. Ich frage mich, was er von dir will. Wir werden sehen. Also den Kali, dem vertraue ich überhaupt nicht, muss ich sagen. Der ist einfach zu nett und zu gut. Ich wette, der hintergeht mich irgendwann. Am Ende ist er der böse Bruder, pass mal auf. So, ich meine, hey, Kohle. Du. Ich möchte die Belohnung für den Kampf abholen. Wie du meinst. 500 Gold. Geil. Und wieder ein paar Lernpunkte. Noch geiler. So, kann ich wieder jagen gehen, oder? Nö. Naja gut, dann mal zum Anführer, wa? Zu Proximo. Mal gucken, was da mir erzählen will jetzt. Ist der beste Kämpfer überhaupt. Komm in meine Dienste. Massive in den Sack. Irgendwie so in den Dreh, wie sie da in den No. Was? Proximo hat nach mir gerufen. Herr Proximo, das weiß ich bereits. Rein mit dir. Hallo Romulus. Was willst du? Du magst mich nicht, oder? Wie auch immer, ich lege nicht viel Wert auf deine Sympathie für mich. Es ist mir einfach scheißegal. Beeil dich. Ich will nicht mit dir reden. Hör zu, keiner von uns hätte gedacht, dass du so weit kommst. Du bist der Zuschauerliebling geworden. Du arbeitest dich schneller zur Meisterschaft vor, als ich es je für möglich gehalten hätte. Ich habe einen Vorschlag für dich. Du wirst etwas Geld verdienen, also glaube ich nicht, dass du ablehnen wirst. Was ist dein Vorschlag? Hör zu, neue Sklaven sind gerade angekommen. Ich möchte, dass du morgen gegen sie kämpfst. Du gegen alle. Der Massenmord an diesen Sklaven wird sicherlich ein mit Spannung beobachtetes Spektakel und ein teures sein. Ansonsten geht es dir aber noch gut? Höre, wenn du kein Gladiator wärst und die Zuschauer dich nicht so lieben würden, hätte ich dich schon vor langer Zeit getötet. Du musst es einfach tun. Leider kannst du ablehnen, aber das Geld, das ich dir für diesen Kampf anbieten kann, wird definitiv nicht gering sein. Vielleicht überzeugt dich das. Ja, wir stimmen zu, Alter. 1000 Gold pro Kampf? Da scheiß ich doch auf die 5 Lernpunkte, mal ehrlich.
Von den 1000 Gold kann ich mir diese Bücher kaufen, die mir Lernpunkte geben. Stimmt zu, scheiß auf die Sklaven, Mann. Ich brauch Profit. Profit, Baby. Wie viel bekomme ich, wenn ich diesen Kampf gewinne? 1000 Goldstücke. Verlockendes Angebot, oder? Ja, Mann. Ich stimme zu. Ich habe mein Ziel und ich werde es erreichen, egal was sich mir in den Weg stellt. Dein Ziel ist mir egal. Solange ich mit dir Geld verdiene, dann sehen wir uns morgen, Punkt 12, in der Arena. Jojo, wir machen das schon. Einfach mal 1000 Gold, Alter, davon kann ich mir eine bessere Rüstung holen. Jetzt so einen geilen Helm. Das schmeckt. Das schmeckt. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. So, ich würde jetzt aber mal sagen, wir packen noch ein bisschen was in den Einhänder. Weil wenn es mehrere Sklaven sind, dann ist unsere Siegeschance viel mehr erhöht, wenn wir die wegretten. So, wir sind schon fast bei 50, das ist gut. Bürger, Gladiatoren und Aristokraten. Ein Krieger aus dem fernen Süden, Namadi, wurde in der Arena von Romulus besiegt. So, jetzt könnten wir uns aber die bessere Waffe holen. Aber wir speichern davor ab. Zeig mir deine Waffen. So, hier. Das gute Gladius nehmen wir mit. Das schmeckt. Rüsten wir auch direkt aus. Meine Meinung kennst du ja schon. Sieht geil aus. Handeln. Zeig mir deine Waffen. So. Die können wir verkaufen. Schädelspicke auch. Trainingssachen behalten wir mal. Der Speer kann weg. Den Rest behalten wir. Haben wir hier noch irgendwas? Die Innerstatue. Na ja, gut, behalten wir mal. Vielleicht braucht der Magier die irgendwann. Man weiß ja nie. Hier die Knochen, die können weg. Der Bogen auch. Ich gehe nicht auf Bogen. Beziehungsweise nicht auf Geschicklichkeit. Das liegt doch auf der Hand. Okay. So, dann rüsten wir wieder um. So, wir wollen eine Packung. Du nicht? Du schon? Ich will gegen dich kämpfen. Lass uns die Arena betreten. Auf geht's. Das soll ein gutes Training werden. Genau das habe ich auch gesagt. Naja. Den müsst ihr wohl schaffen. Wo willst du denn hin, Mann? Hier spielt die Musik. Lass ihn nicht geschalten. Lass ihn nicht geschalten. Scheiße, 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 scheiße. Das war ein guter Kampf. Bis zum nächsten Mal. Ich will gegen dich kämpfen. Lass uns die Arena betreten. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Wer erzählt denn sowas? Ja, super. Guter Start. Guter Treffer. Holy shit. Das war ein gut. Und wir. So, den lassen wir wieder aus. Mit der kämpfen. Nö, der will wieder. Aber der ist verbuggt.
Gut, Dina, dann sind wir hier auch fertig. Dann können wir jetzt nochmal zum Kapitän schauen, ob der was will. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ansonsten gehen wir schlafen. Das gibt doch nur noch mehr. Das ist mal wieder typisch. Und massakrieren ein paar Sklaven. Als ob ich nicht schon. Für 1000 Gold, ja, geil. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ich glaube, ich wäre der geborene Gladiator. Ruhm, Ehre und Gold. Gibt nichts Geileres. Und dazu kommen halt die Frauen. Kapitän, hoch mit dir, du fauler Sack. Red mit mir. Okay, der will nichts. Dann gehen wir jetzt schlafen. Hopp. Frank. Nochmal schnell umrüsten hier. So, perfekt. Speicher auf der 3 und ins Bett. Ach so, super. Ich muss jetzt mal zu dem Typen. Warte mal. Und? Was wollte er? Er bot mir an, gegen die neuen gefangenen Sklaven zu kämpfen und sie zur Freude des Volkes abzuschlachten. Und was? Hast du zugestimmt? Ja, er hat mir eine sehr hohe Belohnung angeboten. Ich habe mein Ziel und ich will es unbedingt erreichen. Ich bin kein Freund einer solchen Entscheidung, aber ich werde dich nicht leugnen. Dann sehen wir uns morgen in der Arena. Theoretisch müsstet ihr mir zustimmen. Weil der hat ja auch Ziele. Und für seine Ziele muss ich ja an sich groß werden. Groß rauskommen, stark werden und so weiter. Weil wenn ich falle, dann fällt der hier alles. Da sagt die Sklaven scheiße, ja, ich meine es ehrlich. So, jetzt nochmal speichern. Wird gepennt. Warte mal, was war denn da oben gerade? Ich werde eingebildet? Und es wird noch viel. Ach so, die Innerstatue. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Er sollte lieber den Mund halten. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Und es wird noch viel schlimmer. Wie ich sehe, ist das Gold für dich am wichtigsten. Worauf du dich beziehst? Willst du wirklich diese unschuldigen, ungerecht behandelten Menschen töten? Du bist ein Monster. Beruhige dich. Aber ein reiches Monster. Ein reiches Monster. Ja, ja, ja. So, ihr Affen. Ich hoffe, ihr habt nichts drauf. Ja, kommt her. Wir bieten eine Show den Leuten. Bäm. Komm, wir lassen sie noch ein bisschen leben. Ein bisschen zappeln lassen wir sie. Ja. Ah, da fällt der Nächste. Guck mal hier, Leute. Ich bin Romulus, der geilste Hecht überhaupt. Na, komm mal her. Bam. Ja, Kritzacke, noch ein Krit. Und tschüss. Aha. Oh. Da jubelt das Volk.
die Leute haben sie gefeiert. Ja, mit meinem Gold, ja, mit den Waffen. Kann ich ein bisschen verhökern, den Scheiß. Ich möchte dir gratulieren. Aber über den Rest werde ich schweigen. Ich bin kein Freund dieser Entscheidung. Ach, hör auf damit. Ja, wirklich. Sowieso gestorben. Vielleicht hast du recht. Ich hole meinen Preis ab. Und bald werde ich gegen einen echten Gladiator kämpfen. Hey. Gib mir den Preis oder Proximo? Ich möchte die versprochenen 1000 Goldstücke abholen. Bitte sehr. Speziell von Proximo. Geil. Oh Junge, wir haben 1300. Ich lieb's. So, speichern. So, ihr Lappen. Neuer Jagdauftrag? Nein. Ein Krieger aus dem fernen Süden, Namadi, wurde in der Arena von Romulus besiegt. Von Romulus. Kann ich jetzt nochmal gegen die antreten hier, oder hat der Kampf, sagen wir mal, jetzt nicht gezählt? Wir testen einfach mal. Trainingsschwert. Trainingsrüstung. Doch. Ich will gegen dich kämpfen. Lass uns die Arena betreten. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Der arme Kerl kann einem leid tun. Immer in den Nacken. Gar nicht so schlecht. Das war ein guter Kampf. Und wir werden wieder kämpfen. So, willst du eine Packung? Nee, anscheinend nicht. Wir haben den dicken Knüppel wieder, wa? Auch nicht. Oh nee, wir die Bienen. Ich will gegen dich kämpfen. Lass uns die Arena betreten. Du machst wohl keine Pause, was? Meine Meinung kennst du ja schon. Niemals. Niemals. So, guck mal her. Ich bin auch fertig hier, Alter. Romulus? So schlecht. Ja, Gott sei Dank. Das hätte er doch besser wissen müssen. Das war ein guter Kampf. Warum ruhst du dich nicht aus? Mach ich ja gleich. Wie viele Lernpunkte haben wir? 7. Ja, damit kann ich nicht viel anfangen, leider. Die meisten Sachen kosten ja 10. Lebensregeneration wäre noch sinnvoll. Rennen auch, falls wir noch in die Open World müssen oder so. Also größere Gebiete. Stärke, ich glaube, da brauchen wir erstmal nichts mehr. Wir haben ja die beste Einhandwaffe momentan. Ich würde sagen, beim nächsten Punkt machen wir nochmal. Mein Ziel ist eigentlich, Einhandkämpfer auf 60 zu ballern, damit wir Meister sind. Für die bessere Haltung und mehr Crit halt. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Könnte mir aber neue Rüstung holen. Zeig mal, wie teuer waren die nochmal? Das sind doch alles nur Gerüchte. Das ist immer wieder typisch. Wer erzählt denn sowas? Was du nicht sagst. Ja, 2000. Ja, dann sparen wir noch, oder? Und beim Helm?
könnten wir uns den besten holen. Der kostet 1000. Aber ich glaube, wir sparen erstmal noch. Die Rüstung ist besser und wichtiger. Hört, ihr edlen Bürger, wir gehen erstmal schlafen. Aristokraten. Ein Krieger aus dem fernen Süden, Namadi, wurde in der Arena von Romulus besiegt. Und stellt euch mal vor, der Proxemo hätte uns die 1000 Gold nicht gegeben. Dann wäre ich aber eskaliert hier. Könnt ihr mal wissen. So, wir speichern. Und ab ins Bett. Bin schwer am Schuften. Ich bin bereit für einen weiteren Kampf. Dann rein in die Arena. Gladiator Ultram wartet. Ultram. Ah, der ist schon besser gerüstet. Der ist schon eine Rüstung. Der letzte hatte nur einen Helm. Aber sollte machbar sein auf jeden Fall. An die Wand mit dem wieder. Auf diesen Kampf habe ich lange gewartet. Der hat ja Bogen. Ein Fanfavorit. Der einzige Sklave, der ein Gladiator wurde und es so weit geschafft hat. Hier endet dein Weg. Ich werde derjenige sein, der gegen den Champion kämpft. Du kämpfst jetzt gegen den zukünftigen Champion. Trottel. Es sind ein Trottel wieder da mit Bogen. In der scheiß Arena. Oha, ich habe eine harte Verletzung bekommen. Wie ist denn das passiert? Hey. Den endlich weg. Das kann doch nicht sein. Okay, wir müssen auf jeden Fall zum Onkel Doktor uns wieder hart durchnehmen lassen, damit wir die Verletzung heilen können. Was macht die Verletzung überhaupt? Ich sehe wie ja keinen Unterschied beim Leben und Ausdauer. Wieder einmal gute Arbeit. Danke, Kali. Treffen wir uns abends vor dem Gasthof. Ich habe dir etwas zu erzählen. Alles klar. Der Kali, ey, der kraucht mir auch so hart in den Arsch, gibt's ja nicht. Proxemo? Warte mal. Ich möchte meine Belohnung für Ultram abholen. Wie du meinst. Warte, Romulus. Worum geht es, Proxemo? Ich habe einen Vorschlag für dich. Ich habe guten Kontakt zu meinem Freund aus Labos, Gouverneur Abutros. Wir beschlossen, einen noch spektakuläreren Kampf als sonst zu organisieren. Der ehemalige Gladiator von Labos, der Arena-Champion Flamma, hat zugestimmt, in meiner Arena zu kämpfen. Ich habe dich ausgewählt, um die Bucht zu vertreten. Ich bin mitten im Turnier. Ich habe schon 7 Kämpfe gewonnen. Soll ich einen Kampf mit deinem Ex-Champion riskieren? Entspanne dich. Wenn dies ein Kampf auf Leben und Tod wäre, würde ich dich nicht nach deiner Meinung fragen. Gib uns einfach einen interessanten, spannenden Kampf. Ich würde nicht zulassen, dass ich eine so profitable Quelle wie dich verliere. Erspare mir diesen Mist.
Wie ich schon sagte, der Kampf wird weitergehen, bis einer K.O. geht. Keiner von euch wird sterben. Wirst du zustimmen? Ich verspreche dir eine großzügige Zahlung. Na immer. Her mit dem Gold. Ich nehme an. Wann soll ich in der Arena sein? Freut mich zu hören. Morgen Mittag wartet Flamma auf dich. Und vergiss den nächsten Turnierkampf erst einmal. Flamma zuerst. Ja, ja. Das weiß doch inzwischen jeder. Ich gehe jetzt erstmal zum Arzt. Er hat nicht geholfen, dem Tod zu entgehen. Er wurde nach einem spannenden Kampf von Romulus. Ich brauche jetzt erstmal einen Krankenschein. Ich habe was anderes gehört. Den nägt er morgen vor an die Arena. Ich kann nicht kämpfen, bin krank. So ist er. Ich bin verletzt. Gebrochener Arm. Kann aber angepasst werden. Für 100 Goldstücke? Du hast so viel Geld. Sicher. So, 14 Erdpunkte. Die packen wir nochmal in Einhand. Und die anderen Sachen, Lebensregeneration und so, die kann man hier noch gar nicht lernen, glaube ich. Wahrscheinlich erst in der nächsten Arena oder so, oder? Im nächsten Gebiet, könnte ich mir vorstellen. Glaubst du wirklich? Ja, glaube ich wirklich. Also, Kampflehrer. So, sehr schön. Ich hätte das nicht gemacht. Okay, der will nix. Ich will gegen dich kämpfen. Lass uns die Arena betreten. Auf geht's. Das soll ein gutes Training werden. Gar nicht so schlecht. Das war ein guter Kampf. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, ja. Also wäre ich einer von den komischen Trainingspartnern hier. Ich hätte ja keinen Bock mehr, gegen die anzutreten. Ich will gegen dich kämpfen. Lass uns die Arena betreten. Na dann, lass uns gehen. Ich würde mir wahrscheinlich schon einscheißen, wenn er angelaufen kommt. Ah! Aua. Ja, ist ja gut jetzt. Hör auf jetzt. Geil. So übel. Das war ein guter Kampf. Da kann ich nur zustimmen. 3 Punkte. Cool. Das hätte er doch besser wissen müssen. Oh nee. Der hier will kämpfen. Ey, der Typ hier, ich hasse ihn. Weil er verbuggt ist. Der verballert mir jetzt wieder den Punkt. Den krieg ich jetzt wieder nicht. Dann kann ich keinen Einhand mehr lernen. So eine Scheiße, wirklich. Und diesen scheiß Hund. Naja, ihr hattet ja gerade eure Packung. Ich weiß. Ach, so eine Scheiße. Na gut, dann geh ich jetzt schlafen. Wie viel Gold habe ich? 1800. Warte mal, komme ich schon auf die bessere Rüstung? Er hat 2000 gekostet, oder? Aber nee, ich habe ja nichts zu verkaufen. So wirklich.
Zeig mir deine Waffen. Ja, genau. Zeig mal her. Den können wir verhökern. Den auch. Die Sicheln, die können weg. Eine Spitzhacke kann weg. Der Bogen kann weg. Ah doch, wir kommen auf 2000. Geil. Leute. Hört, ihr edlen Bürger, Gladiatoren und Aristokraten. Der Bogen hat Ultram nicht geholfen, oder ich warte. Dem Tod zu entgehen. Er wurde nach einem spannenden Kampf von Romulus getötet. Im nächsten Kampf 1000 bekomme, dann kann ich mir die beste Rüstung holen. Die Gladiatorenrüstung für 3000 Gold. Ja, das mache ich. So, wir speichern. Wie spät haben wir den überhaupt? Ein bisschen noch. Den Kampf können wir noch machen. Ach so, der will mit mir reden, wa? Nee, doch nicht. Oder doch? Laden noch mal. Dann krieg mal zu diesem komischen Kali. Was weißt du über meinen nächsten Gegner? Okay. Nee, kann schlafen gehen. Komisch. Dann gehen wir jetzt normal schlafen bis mittags. So. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Man muss eben aufpassen, was man so holt. Ich will mein Gold für die Rüstung. Ich habe was anderes gehört. Das ist doch nichts Neues. Junge, was denn los? Hat er irgendwie eine Tageszeit gesagt? Vielleicht am Abend? Nee, warte mal, was ist denn das da? Eine Trommel? Hm. Ja, dann schlaf mal bis zum Abend. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das ist mal wieder Typ.
das? Wer sagt denn sowas? Ja, sieht die Arena auch eindrucksvoll aus, muss man sagen. Die kämpfen aber noch hier auch mit der scheiß Fackel. Ist sie verpackt jetzt oder was? Ich geh mal zu Proximo. Wohin gehst du, Hund? Du hast ja keinen Zutritt. Du darfst den ehrenwerten Herr Proximo nicht stören. Aber ich sehe Proximo hier nicht. Siehst du überhaupt etwas? Mach, dass du wegkommst. Rennt da rein. Ja, okay, keine Ahnung. Hat er eher eine Uhrzeit gesagt? Nee, im Tagebuch steht ja auch nur am nächsten Tag. Komisch. Ja, irgendwie geht's gerade nicht weiter, Leute. Es ist gerade irgendwie verpackt. Oder ich habe irgendwas übersehen. Okay, das ist er. Alle am Tanzen hier, ey. Komisch. Ja, dann laden wir nochmal. Proximo hat mir einen Kampf gegen den Champion der Insel Laubos angeboten. Der Kampf, Lama, ich habe zugesagt, ich soll morgen in der Arena erscheinen. Der Kampf wird so lange fortgesetzt, bis einer K.O. auf dem Boden liegt, ja. Ach so! Jetzt verstehe ich, ich muss den komischen Kali treffen erst. Ach Leute, sorry. Bis abends. Sorry Leute, das habe ich ganz vergessen. Mann, der Typ, der geht mir aber auf den Sack, muss ich sagen. Mit seiner Schwafel. Der schleimt sich jetzt wieder nur ein. Super Kampf, wir hast ein Bier. Jetzt komm. Lass uns mal abwarten, was daraus. Weiter geht's. Dies ist der 6. Kampf, den du gewonnen hast. Erst? Du läufst wie ein Tornado hier durch. Du solltest mir eigentlich etwas sagen. Ich habe einen Informanten in der Stadt. Er ist ein guter Freund von mir. Weißt du, ich möchte sehen, was im Königreich vor sich geht und was mein Bruder plant. Berichten zufolge ist er der Meinung, dass Gladiatoren wie du niemals ihre Freiheit wiedererlangen werden. Weißt du, die Vorteile des Kampfes sind enorm.
Freiheit interessiert mich nicht. Ich will sowieso nur so weit wie möglich kommen. Ich muss in jeder der Arenen ein Champion werden. Also ist es mir völlig egal. Und das ist das Ding. Höre, im Königreich gibt es sowohl Unterstützer von Reznahard als auch eine große Anzahl von Gegnern. Wenn diese Verordnung verabschiedet wird, bietet sich für alle Arten von Rebellen und Gegnern des Königs eine große Chance. Was soll das heißen? Wenn du ein Champion mehrerer Arenen wirst, dann bist du das Ziel Nummer 1 für Schläger, Menschenhändler und anderer Kriminelle. Stelle dir vor, wie viel Geld die Entführer vom König verlangen würden, wenn sie dich erwischen würden. Champion vieler Arenen. Der Champion auch nur einer Arena ist eine wandelnde Goldmine für den König. Jeder Auftritt in einer Arena generiert solche Gewinne, dass es mich nicht wundern würde, wenn du plötzlich zur Zielscheibe von Banditen wirst. Klingt logisch. Wenn diese Verordnung verabschiedet wird, werden wir daher leichte Probleme haben. Ja, als freier Mensch wärst du nicht so ein Leckerbissen für Schläger. Aber das spielt keine Rolle mehr. Wir müssen die Situation beobachten. Geh schlafen. Dein 7. Kampf steht dir bevor. Ja, der Abschaum, der soll nur kommen. Der kriegt Ohr aufs Maul. Banditen, Alter, ich bin ja Gladiator. Arena-Kämpfer Nummer 1. Fast. Da hab ich doch nicht Angst vor 3-4 Banditen oder so. Mann. So, speichern. So, den Arena-Kampf machen wir noch und dann würde ich sagen, beende ich die Folge. Die Stunde ist rum. Die Zeit vergeht immer so schnell, ey, die gibt's gar nicht. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das Gefühl spielt die gerade mal 10 Minuten. Schlimme Zeiten sind das. Mein Mann. Aber wirklich. Das ist ja schrecklich. An Mut mangelt es dir nicht. Es ist gut für dich, dass es kein Kampf auf Leben und Tod ist. Betritt die Arena. So, ich bin gespannt. Kann ich den schaffen? Ach du Scheiße! Ich glaube, das könnte schief gehen. Gesegnet seien diejenigen, die sterben werden. Bereit? Schon immer, mein Junge. Das ist der Repräsentant, den Proximo ausgewählt hat, um gegen mich zu kämpfen. Sei froh, dass dieser Kampf nicht bis zum Tod geht. Das könnte ich dir auch sagen. Denkst du? Ich schätze, sie wollen einen Kampf. Also geben wir diesen dreckigen Hyänen, was sie wollen. Ich gebe dir keinen Vorsprung. Schade eigentlich. Oh mein Gott, der mit seinem Schild ist schwer nervig ohne Ende. Junge! Mach ja gegen den nichts. Ich treff den ja nicht mal. Der ist ja nur am Blocken, der Wichser. Ja, was er macht. Warte mal, ich hab eine Idee. Ich habe einen Plan, Leute. Wir laden nochmal. Bin gleich wieder da. Wir holen uns mal einen Eisblock. It's time for magic. Benötigtes Mana 60. Nee, 30. Scheiße, hab ich nicht. Okay, komm mal zurück. Ich glaube, das wird nichts werden, Leute. Jetzt mal ohne Witz, kann ich dir überhaupt Schaden zufügen?
Oder haben sie es so gemacht, dass es nicht geht? Doch, geht. Gott, ist das nervig. Schlag mal zu, du Affe. Ich hab nicht so viel Ausdauer. Ja, der wird nix. Ich könnte mir vorstellen, dass ich diesen komischen Schlag brauche. Diesen kräftigen. Also diesen kraftvollen Schlag, wenn ich dein Schild durchbreche oder so. Dumm, Alter. Ja, okay, den schaffe ich nicht. Tschüss. Ich habe dir keinen Vorsprung gegeben, weil die Zuschauer es bemerkt hätten. Oh. Aber du kannst an ihren Jubeln das Potenzial erkennen. Hier, nimm einen Schluck. Scheiße. Warum bist du hier? Bist du wegen eines Trostpreises gekommen? Sei froh, dass du lebst. Ja, ich glaube, das ist nicht machbar, oder? Warte mal, ich speichere mal ab. Und lade noch mal kurz. Ich will mal gucken, was dieser kraftvolle Schlag braucht. An Lernpunkte. Braucht ihr 5? Braucht ihr 10? Ich habe was anderes gehört. Ich kann das. Wer sagt denn sowas? Man muss eben auf. Der braucht 20. Ach du Scheiße. Ja, okay, dann. Können wir doch lassen. Was anderes gehört. Den Trank behalten wir mal, wir müssen eh zum Arzt. Schlimme Zeiten sind das. Ach, ich bin verletzt. Du hast dich ein bisschen verletzt. Ich helfe dir für 50 Goldstücke. Du hast so viel Geld. Sicher. So, okay. Gut, Leute, dann danke fürs Zusehen. Ich beende den Part jetzt an der Stelle. Schade, dass wir den Kampf nicht geschafft haben. Aber das war ja kaum machbar. Vielleicht hätten wir es schaffen können, wenn ich den Schlag drauf hätte. Aber der braucht ja auch 20 Lernpunkte, 1000 Gold, Alter. Das ist ja der Befehl. Ich kann mir vorstellen, dass man den schaffen kann. Aber wäre ja extrem schwer. Hier, guck mal, da sitzt da noch. Hey. Mama. Wie erging es dir so nach dem Kampf? Ziemlich gut. Ich mag diesen Ort.
Ich glaube, ich bleibe länger hier. Ich habe es nicht eilig, nach Hause zu kommen. Wo wohnst du? Im Süden, speziell auf der Insel Labos. Von vielen eine Wüste am Meer genannt. Ich weiß, ich war einmal mit meinem Vater dort. Wie kommst du hierher? Warum hast du dich entschieden, Gladiator zu werden? Ich tat es nicht. Ich wurde dazu gezwungen. Eines Tages griffen Riesenharts Männer mein Dorf an, weil wir dagegen waren, ihn als Herrscher anzuerkennen. Sie haben meine Liebsten getötet und mich hierher geschleppt. Das tut mir leid. Nun, ich bin froh, dass ich dich nicht in dieser Arena töten musste. Unabhängig vom Ausgang unseres Kampfes, ich freue mich, wieder in der Arena kämpfen zu können. Diesmal jedoch ohne Angst um dein Leben. Bist du der Arena-Champion von Labos? Ehemaliger Champion. Als ich meine Freiheit erlangte, entschied ich mich, den Titel nicht zu verteidigen. Wer weiß, wann Riesenhart es verbietet. Ich wette, dass die Champions ihren Titel bald für den Rest ihres Lebens verteidigen müssen. Die Zeit drängt. Ich muss mich auf den nächsten Kampf vorbereiten. Warte, nimm das. Was ist das? Ein Ring, der dir auf deinem Weg helfen soll. Du gibst ihn mir einfach? Und warum nicht? Nimm ihn, Junge. Danke. Viel Glück in der Arena. Ich werde es nicht vergessen. Ja? Du wirst dieses Turnier gewinnen. Da bin ich mir sicher. Ich werde dich anfeuern. Als würde ich dir gerne meine alte Rüstung verkaufen. Die ich jetzt trage, ist besser als diese. Also brauche ich sie nicht. Ich verkaufe sie, weil ich meine Finanzen absichern muss. Schwere Zeiten stehen bevor. Wie viel willst du für diese Rüstung? 2750 Gold. Lass mich wissen, wenn du interessiert bist. Naja, irgendwann vielleicht. So, zeig meinen Ring, was kann der denn? Lebenskraftbonus, ja, nicht schlecht. 800, perfekt. Gut, Leute, dann bis zur nächsten Folge. Haut da rein.